In diesem Video schauen wir uns den berühmten Frank-Herz-Versuch an. Wie immer etwas Geschichte, die fängt mit einem deutschen Experimentalphysiker an, der vor den Nationalsozialisten geflüchtet ist, hat für diesen Versuch zusammen mit Gustav Hertz 1925 den Nobelpreis erhalten. Und versuchte unter anderem den Präsidenten der USA, das war damals Harry Truman, von dem Einsatz der Atombombe gegen Japan abzubringen. Weiter geht es mit einem weiteren deutschen Physiker, Gustav Ludwig Hertz, war der Neffe des Physikers Heinrich Hertz, das ist der, der die elektromagnetischen Wellen sozusagen entdeckt hat und dem zu Ehren die Einheit der Frequenz mit Hertz bezeichnet wird. Er hat 1912, 1913 Elektronenstoßversuche gemacht und damit eine wesentliche Stütze der Bohrschen Atomtheorie und der Quantentheorie geliefert. Und wie eben schon erwähnt, haben beide dafür den Nobelpreis erhalten. Wie sieht das Ganze aus, beziehungsweise was haben die da gemacht? Hier rechts ist ein Foto, was ich gemacht habe. Man sieht, da sind zwei Gitter drin, die kann man links gestrichelt erkennen. Das untere ist das Steuergitter, das obere ist, ist die Anode. Und ganz oben im Bild oder im Foto nicht zu erkennen, ist die Aufhängerelektrode. Die ist hier wie so ein umgekehrtes T eingezeichnet und unten gibt es, das leuchtet hier unten so grell, eine indirekt geheizte Kathode. Das heißt, da treten Elektronen aus und zwischen dem Steuergitter und, der Anode, wenn man da reinguckt, dann sieht man so zwei rote Ringe. Und was es damit auf sich hat, gucken wir uns jetzt im Experiment an. Dies ist jetzt der Blick in die Frank-Hertz-Röhre. Was da so leuchtet, ist die Heizung, die schon seit 2 Minuten läuft. Und oben im Bild ist das die Anode zu sehen. Und direkt über der leuchtenden Kathode, die indirekt beheizt wird, befindet sich das Steuergitter. Durch die indirekte Beheizung musste das jetzt schon 2 Minuten aufheizen. Und ich will jetzt mal sehen, dass man hier die Leuchterscheinung zu Gesicht bekommt, indem ich jetzt die Beschleunigungsspannung hochdrehe. Wir sind bei 20 Volt. 20 Volt sollte jetzt langsam die Leuchterscheinung an der Anode bzw. an dem Anodengitter sichtbar machen. Wir landen langsam bei 40 Volt. Das sollte nun die zweite Leuchterscheinung am Anodengitter sichtbar werden. Und ja, man sieht es eigentlich ziemlich gut. Na, vielleicht schaffen wir noch die dritte. Nein, nicht wirklich. Bei 70 Volt ist Schluss. Jetzt gehe ich ganz langsam wieder zurück. Jetzt sind wir wieder bei 60 Volt, 50 Volt, 40 Volt, 30, 20, 10 und 0. So, hier ist mein Versuchsaufbau, die Röhre, Betriebsgerät. Ich versuche das auf dem XY-Schreiber irgendwie aufzunehmen. Irgendwie bin ich nicht ganz so erfolgreich. Eigentlich ist ein Oszilloskop vorgesehen. Der XY-Schreiber hat halt den Vorteil, dass man es gleich auf Papier hat. Wir probieren es einfach mal, zumindest man sieht die Ringe, das ist schon mal positiv und wir zeichnen es einfach mal auf, ich habe alles vorbereitet.
Und wenn man jetzt hier drauf guckt, ja, sieht irgendwie nicht so aus, wie es sein soll. Aber ich habe eben das Ganze nochmal vorbereitet. Die Striche sind immer 20 Volt auseinander und irgendwie sind die die Maximas da, wo sie hingehören, aber auch nicht irgendwie so richtig, weil das geht hier eigentlich nicht hier runter. Ich habe keine Ahnung, was schief gegangen ist. Vielleicht ist auch irgendwie der Messverstärker kaputt, weil da kommt nicht die Spannung raus, die rauskommen soll. Und irgendwie, auf jeden Fall, wie gesagt, man sieht's, das ist positiv. Auch wenn man das mit dem XY-Schreiber aufmalt, ist irgendwo sind da auch Maximas und Minimas und die sind auch ungefähr da, wo sie hingehören. Aber die Originalkurve sieht dann doch irgendwie anders aus. So, schauen wir uns meine Messung nochmal an. Das sieht leider überhaupt nicht so aus, wie es sein sollte. In ungefähr 20 Volt Abschnitten müssten Maximas sein. Gut, mit etwas Fantasie sieht man die hier, aber dass das Ganze in den negativen Bereich geht, hätte so nicht sein dürfen. Ich habe viel probiert. Der Messverstärker in dem Betriebsgerät hätte was zwischen 0 und 1 Volt ausgeben sollen, hat er nicht gemacht. Dass ich überhaupt was sehe, lag daran, dass ich den Messverstärker im XY-Schreiber verwendet habe. Und der hat natürlich ein Signal verstärkt, was erstmal durch einen kaputten Messverstärker gegangen ist. War offensichtlich nicht so erfolgreich. Hier sieht das Ganze, hier sieht man, wie es hätte in Wirklichkeit aussehen sollen, dank Wikipedia. Und hier sieht man sehr schön Maximas und Minimas und wie der Strom hier entsprechend steigt. Und diese Maximas und Minimas korrespondieren ja auch mit diesen Leuchterscheinungen, also mit diesen Ringen. Und wie das alles zusammengehört, sieht man am besten, wenn man mal alles auf einer Seite darstellt. Dazu habe ich ergänzend einen Ausschnitt aus einer Simulation, die habe ich auf Livey Physik gefunden. Und das ist praktisch ein kleiner Ausschnitt daraus. Und hier ist nochmal mein Foto mit der Leuchterscheinung und hier das Bild von Wikipedia mit der Kurve. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, was passiert. Aus dem Glühdraht, das ist die Kathode, negativ. Dann gibt es die Anode, positiv. Aus dem Glühdraht treten Elektronen aus und die werden zur Anode hin positiv beschleunigt. So, wenn die natürlich immer schneller werden, ist klar, was passiert. Die kinetische Energie wird natürlich dann auch größer. Und irgendwann ist die kinetische Energie so groß, dass sie groß genug ist, um die Neonatome anzuregen. Das heißt, im Neonatom Elektronen auf eine höhere Schale zu bringen. Und wenn das sozusagen wieder auf eine tiefere Schale fällt, wird ja Strahlung bzw. Photonen frei hier im sichtbaren Bereich. Das ist diese rot-orange Leuchterscheinung. Die Elektronen, die geben nur die Energie ab, die wirklich benötigt wird, um das Elektron auf eine höhere Schale zu heben und werden dann wieder beschleunigt, bis sie wieder genügend Energie haben, um die Neonatome anzuregen. Und das Ganze geht halt so lange, bis sie praktisch bei der Anode sind. Zwischen der Anode beziehungsweise dem Gitter, dem letzten Gitter und der Auffangelektrode ist nochmal eine Gegenspannung angelegt, die dient dazu, dass man wirklich dafür sorgt, dass nur die Elektronen diese Gegenspannung überwinden können, die noch genügend kinetische Energie haben. Und
ist im Prinzip ein sehr schöner Versuch, der halt, wenn man ihn jetzt mal so ein bisschen vergleicht, auch hier hat man Energie und das Elektron gibt genauso viel Energie ab, wie halt für die Anregung benötigt wird. Und das, wenn man zum Beispiel den Samen-Fotoeffekt guckt, da wird ja ein Photon genommen, um ein Elektron praktisch auszuschlagen. Das Photon muss genau der Energielücke entsprechen und ist danach weg. Muss ja nicht nur der Fotoeffekt sein, man kann ja auch, was weiß ich, Fraunhofer'sche Linien und so, ist immer die gleiche Geschichte. Beim Fraunhofer'schen Linien wird halt kein Elektron aus dem Atom rausgeschlagen, aber genau die Energielücke, was halt dem Photon entspricht, dann verschwindet das Photon und das Atom ist angeregt. Hier beim Frank-Hertz-Versuch, das Elektron bleibt ja bestehen und gibt nur genauso viel Energie ab, wie halt für die Anregung benötigt wird. Das ist so ein bisschen ein Unterschied, wenn man das miteinander vergleicht. Aber auch, wie gesagt, ein toller Versuch, der den Atomaufbau einem näher bringt. Ich hoffe, das Ganze war trotz der nicht ganz so erfolgreichen Messung für dich informativ und hilfreich. Gerne Kommentare. Ansonsten, soweit, so gut.